Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Christian Freisleben Teutscher. Ich bin der Fachverantwortliche Inverted Classroom hier an der Fachhochschule St. Pölten. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Gerhard Brandhofer, Pädagogische Hochschule Niederösterreich. Wir sind einer der drei Kooperationspartner. Genau. Und apropos drei Kooperationspartner, wir bitten nun die Vertreter dieser drei Institutionen zu uns auf die Bühne, um uns ein paar Grußworte zu sagen. Bitte. Das ist der Vizerektor Dr. Norbert Kraker von der PH Niederösterreich, Departmentleiter Diplomingenieur Johann Haag von der FH St. Pölten und Professor Dr. Jürgen Handke von der Philipps-Universität Marburg. So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Als Hause haben wir uns entschieden, darf ich beginnen. Mein Name ist Johann Haag, ich bin hier im Hochschulmanagement für den Bereich Didaktik oder Lehre zuständig und erlauben Sie mir, dass ich kurz ein paar Worte über die Fachhochschule St. Pölten mal als Gastgeber erzähle. Sie wissen ja, die Fachhochschulen sind in Österreich alle sehr jung, so auch wir hier in St. Pölten, uns gibt es mit heuer 20 Jahre. Und in diesen 20 Jahren, denken wir, hat sich doch einiges entwickelt. Aus einem Studiengang mit 60 Studierenden vor 20 Jahren haben wir mittlerweile 2500 Studierende in 39 Lehrgängen, Studiengängen und wir hoffen, Tendenz wachsen. Seit 2007 haben wir dieses Gebäude bezogen und was vielleicht unsere Hochschule auszeichnet, ist natürlich eine lokale Identität, eine lokale Verankerung, auch mit der lokalen Wirtschaft, aber auch eine gewisse Breite in dem Angebot. Es gibt ein Department, heißt es halt bei uns, für Soziales, ein Department für Gesundheit, für Medien und Wirtschaft, Medien und digitale Technologien und Informatik und Security. Und in dieser Vielfalt ist uns natürlich als Fachhochschule auch eine innovative Lehre sehr wichtig. Das haben wir auch in unserer Strategie FH St. Pölten 2017 ganz massiv niedergeschrieben. Und als ich 2013 in das Management der Hochschule gekommen bin, haben wir uns auch einen Maßnahmenplan überlegt. Wie können wir diese innovative Lehre und Lernen auch hier als Hochschule institutionell mehr oder weniger unterstützen. Und einer unserer ersten Aktivitäten war, nachdem wir ja auch eine Medienhochschule sind, uns auch mit diesem Thema Inverted Classroom zu beschäftigen. Und ich kann mich noch gut an das erste Gespräch mit Jürgen Handke, den wir dann als Vortragend eingeladen haben, erinnern. Und wo er mir damals im Hotel beim Frühstück mit Enthusiasmus, Begeisterung erzählt hat, wie sie das in Marburg, wo er das in Marburg macht. Und dieser Enthusiasmus hat mich einfach angesteckt. Und mit diesem Enthusiasmus habe ich natürlich dann auch schon sehr beschäftigt, wie schafft man es, einen Enthusiasmus einer Person auf eine Hochschule zu übertragen. Wenn man im Management dafür verantwortlich ist, dann geht es ja nicht darum, dass man einen Vorreiter hat, sondern da geht es natürlich darum, dass man viele Mitstreiter hat. Und wir haben dann, glaube ich, jetzt im Nachhinein sagen zu können, zwei Jahre danach, doch einiges ganz richtig gemacht. Und ich glaube, wenn wir heute reflektieren, gibt es drei, vier wesentliche Punkte, die, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass wir heute da sind mit diesem Thema, wo wir stehen. Das eine ist sicher Ressourcen. Man muss den Lehrenden Ressourcen zur Verfügung stellen, man muss sie aber auch dabei unterstützen. Und so haben wir mit eigenen Projektstelle mehr oder weniger auch einen Fachverantwortlichen bei uns dafür finanziert, der die Lehrenden dabei unterstützt, coacht, berät, aber auch beim täglichen Doing ganz einfach an die Hand geht, damit sie ganz einfach gerade diese Anfangshürde mehr oder weniger überwinden können. Das Zweite, was ich glaube, was man braucht, ist Mut. Mut als Hochschule, aber Mut auch als Lehrender, weil man muss alles, was man bisher gemacht hat, ändern, heißt ja inverted. Das heißt, man muss sich oft auch einlassen. Es wird auch das eine oder andere schief gehen. Es wird das eine oder andere nicht so funktionieren. Es wird Kollegen geben, die dann mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, naja, ganz so funktioniert das doch nicht, wie der gesagt hat. Das Dritte, was ich glaube, was ganz wesentlich ist, ist, dass man didaktisch sehr gut ausgebildete Dozenten oder Lehrende hat, weil es ja nicht nur darum geht, Videos zu machen, es geht darum, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Ein Gesamtkonzept, eine Story mehr oder weniger vom ersten Tag bis hin zum Learning Outcome, wo es darum geht, was will ich eigentlich, dass die Studierenden am Ende des Tages wirklich von dieser Lehrveranstaltung mitgenommen haben. Und
zu diesem Gesamtkonzept gehört natürlich auch eine Vielfalt für die Präsenzphase. Wir reden, oder in meiner Diskussion auch mit Kollegen, wenn wir einsteigen, reden wir immer über die Videos, reden wir immer über die Selbstlernphase, aber man redet nie über die Präsenzphase. Aus meiner Beobachtung und mittlerweile Erfahrung ist es auch so, dass es ganz Wesentliches auch ist, dass man eine aktive, attraktive Präsenzphase hat, weil da wird dann erst der wirkliche Erfolg sichtbar. Ja, und in diesem Kontext ist natürlich auch wichtig, dass man die entsprechenden Räume hat. Ich habe vorher schon erzählt, in kleinen Kreis, wir beschäftigen uns jetzt auch mit der entsprechenden Umgestaltung der Räume, weil in der Präsenzphase, wo ich aktiv lernen will, kann ich keinen Hörsaal brauchen. Das ist immer störend. Da brauche ich ganz einfach aktive Bestuhlung. Da brauche ich einfach Möglichkeiten, die mir der Raum auch bieten muss. Und das muss man sich dann also Hochschulen natürlich auch dann antun, dass man sagt, okay, wenn wir das schon pushen wollen, dann, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Das heißt, da muss man natürlich auch für die Präsenzphase diese Räume auch zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt zwei Musterräume eingerichtet, weil wir natürlich auch lernen wollen. Und dann wird man ganz einfach den einen oder anderen zusätzlichen Raum dann in Zukunft entwickeln müssen. Ja, das war es einmal von meiner Seite. Wenn ich rückblicke, kann ich sagen, ich bin stolz, dass wir das geschafft haben. Ich bin stolz, dass wir es geschafft haben, die Konferenz mit Marburg gemeinsam zu veranstalten und heuer mit der Pädagogischen Hochschule hier von Niederösterreich. Ich bin stolz, dass so viel gekommen sind und möchte mich natürlich bei der Organisation und vor allem beim Christian bedanken, dass er das alle auf die Beine gestellt hat. Und ich hoffe, noch einen spannenden Tag, spannende Erkenntnisse und dass wir den einen oder anderen von euch so anstecken, wie es der Jürgen bei mir vor 2 Jahren gemacht hat. Dankeschön. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen oder wie man im E-Mail Hochdeutsch sagt, liebe alle. Ich freue mich, dass Sie hier sind und na, wie hat es denn für uns begonnen als Pädagogische Hochschule Niederösterreich? Gerhard Brandhofer hat uns überredet, nach Marburg zu fahren voriges Jahr und wir waren auf der Suche nach E-Learning-Konzepten. Und wir waren, glaube ich, 6, 7 Personen und sind davon wirklich angesteckt worden. Und ich denke, das ist gut, wie die Entwicklung ist. Und wie ist denn die Konferenz heute zustande gekommen mit uns als Kooperationspartner? Und ich danke der FH St. Pöltner, dass das so gut geklappt hat. Christian Freisleben, Deutscher, und Gerhard Brandhofer haben auf die normative Kraft des Faktischen gesetzt. Sie haben gewusst, irgendwer ist dafür. Ja. Und die Konferenz ist fast heimlich entstanden. Plötzlich waren bei uns Werbefolder für die Konferenz vorhanden. Und ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist. Es muss hier einmal zugelassen werden. Aber warum sind wir als Pädagogische Hochschule interessiert? Gestern hat Steve Kelly einen bedeutenden Satz gesagt, the kids changed, but I didn't. Und das war für ihn der Beginn der Veränderung und wir leben in einer Welt von Wissen, das neu formiert werden muss und wer sich als Lehrerin, Lehrer nicht auf diesen Weg begibt, dem entgeht etwas. Das ist ganz klar, da geht die Wirklichkeit, wie sie bei uns herrscht, verloren. Und ich habe heute einen Artikel gelesen vom Gründer des Sonnentors. Das ist ein Unternehmer im Waldviertel, der in 50 Länder exportiert und der hat den Satz gesagt, wer an der Digitalisierung vorbeigeht, ist in 2 Jahren weg. Und ich glaube, für die Schule wird es immer bedeutsamer, hier die richtigen Wege zu finden. Lehrerinnen und Lehrer sind dabei, es zu tun. Ich glaube, wir müssen auch hier Formate vorweisen. Und so haben wir in unseren Curricula der Lehrerweiterbildung, aber auch der Ausbildung, E-Learning fix prozentuell verankert. Das heißt, wenn ich eine Präsenzstunde hernehme, dann steht in unseren Curricula 75% ist Face-to-Face und 25% sind E-Learning-Elemente, also Elemente, die im Inverted Classroom hier praktisch präsentiert werden können. Und ich glaube, der Inverted Classroom ist eine Methode zur Individualisierung.
Wir stehen ja mit der Individualisierung an. Ja, wie kann ich hier 25, 30, ist egal, Studierende oder auch Schülerinnen und Schüler ansprechen? Da brauche ich neue Methoden, da brauche ich neue Möglichkeiten. Der zweite, und wir haben dafür, und das möchte ich betonen, auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt. Wir brauchen auch mehr Personen dafür. Das heißt, es steigt die Qualität. Und es steigt die Qualität des Unterrichts, es steigt die Qualität des Outputs. Und wir sehen jetzt schon an unseren Masterlehrgängen, dass die Qualität der schriftlichen Arbeiten ganz gewaltig ansteigt. Und das ist ein Output, ein Outcome von E-Learning. Weil es macht ja nur dann Sinn, wenn ich mehr erreiche, wenn ich qualitativ besser arbeiten kann. Der Punkt, den ich auch hervorstreichen möchte, wir stehen, glaube ich, jetzt so an der Schwelle eines ganz effizienten Wissensmanagements. Wir werden in 5 Jahren Google nicht mehr in der Form erkennen. Davon bin ich überzeugt. Es gibt ganz neue Formen, wie ich Wissen für mich aggregieren kann. Und dieses Wissen müssen wir auch den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Und wer die Open-Source-Debatte verfolgt, weiß, wie hier ein Ringen ist, auch mit den Verlagen, die natürlich nicht so daran interessiert sind, dieses Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Aber der Weg ist hier beschritten und ich glaube, er ist nicht aufzuhalten. Er hat auch eine enorme soziale Bedeutung. Wie können wir auch weltweit Wissen zur Verfügung stellen, damit es zu einer Weiterentwicklung kommt? Ich bin wirklich sehr froh, dass wir hier auch mit der Universität Marburg diese Kooperation hier mitgenommen haben über die Fachhochschule St. Pölten. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viel mitnehmen können, dass Sie auch in Ihrer Lehre an den Hochschulen und Universitäten bzw. an den Schulen umsetzen. Und bedanke mich nochmals bei allen Vortragenden. Danke. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Danke dir, Johann, für die netten Worte am Anfang. Zwei Anekdoten zu Johann Haag und mir, als er mich damals im Hotel besuchte, 2013 war es, und wir über die ersten Ansätze, die man hier machen könnte, sprachen. Da kam ich gar nicht zum Frühstück. So hat er mich mit Fragen bombardiert. Also du bist mir noch ein Brötchen schuldig. Ich bin hier hungrig zu einem Workshop von 8 Stunden gekommen, weil ich mit Fragen gelöchert wurde. Und die andere witzige Sache ist, wir mussten unser Kürzel in den E-Mails ändern, denn wir beide haben die Abkürzung JH. Und das war auch in den letzten Jahren recht witzig zwischen uns. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben über das, was wir in den vergangenen Jahren so gemacht haben und was hier in St. Pölten uns heute erwartet. ICM 5 heißt 4 Jahre Inverted Classroom Konferenzerfahrung. Und viele von Ihnen waren ja nicht immer dabei, deswegen will ich ganz kurz einen Überblick geben, was wir so getrieben haben in diesen Jahren der Konferenz. Im ersten Jahr haben wir uns erstmal darüber unterhalten, wie geht das überhaupt, diese Digitalisierungsphase 1, diese Inhalte, wie kriegen wir die in Videos gepackt? Und da hat uns natürlich von Anfang an die Firma TechSmith sehr geholfen und ich kann sie nicht oft genug erwähnen. Ohne die damaligen Dozenten Dan Spencer und Aaron Sams, ich glaube, viele von uns hätten niemals in ihrem Leben ein Video produziert. Das war erstmal der Anfang der ganzen Sache. Ein Jahr später dann haben wir uns, Sie sehen hier übrigens immer die Tagungsbände daneben, ich habe noch welche bei mir und bin auch bereit, sie zu verkaufen, weil mein Koffer leerer werden muss. Meine Frau hat nämlich in St. Pölten eingekauft. Also wer noch Bücher aus den vergangenen Jahren haben möchte, bitte an mich wenden. Im zweiten Jahr haben wir uns mit der Präsenzphase befasst, was ja auch Johann Haag eben sehr intensiv gleich genannt hatte. Was können wir tun, um diese Präsenzphase effizienter zu machen? Und da sind wir natürlich stolz drauf, wir haben auch dann einen ersten Preis bekommen für das Inverted Classroom Mastery Model. 2014 dann, im nächsten Jahr, da ging es weiter und wir haben versucht, die Bindeglieder zwischen diesen beiden Phasen aufs Gleis zu stellen. Wie kriegen wir gewährleistet, dass von der digitalen Phase auch mit Gewinn in die Präsenzphase übergegangen werden kann?
Das war für uns eine wichtige Fragestellung. Und 2015 dann, im letzten Jahr, da haben wir das Wort Beyond in den Vordergrund gestellt. Beyond, nämlich weil auch gleichzeitig das Hochschulforum Digitalisierung in der Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, das die Frage gestellt hat, wie kriegen wir die Lehre allgemein digitalisiert. Und Sie sehen hier zwei Preise und wir können wirklich für diese ICM-Tagung sehr, sehr stolz sein, dass wir sowohl auf Hochschulebene als auch auf schulischer Ebene zwei führende Preise abgeräumt haben und andere Gesellschaften der Informatik oder Ähnliches, der Pädagogik eben nicht, sondern unsere Community. Und das macht mich besonders froh, dass wir über diese vier Jahre das geschafft haben. Sebastian Schmidt sitzt da hinten, der den anderen Preis in Empfang nehmen konnte. Auch von mir aus nochmal alles Gute und beste Wünsche. Ja, wie geht's weiter? Zunächst mal auch, wenn Sie mal schauen, wen wir als Plenarvortragenden alle dabei hatten, dann sehen Sie eine Liste, die nahezu das Who is Who in der Inverted Classroom-Szene und darüber hinaus ist, über die ganzen Jahre. Und die heutigen habe ich noch gar nicht hinzugefügt, die kann man da nahtlos mit einreihen. Also wir haben wirklich Top-Leute immer gehabt, die auch internationalen Ruf genießen in dieser Szene. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was man hier alles liest. Und jetzt im Jahr 2016, da haben wir die ICM in St. Pölten. Wir waren uns am Anfang gar nicht so sicher, ob das klappen würde. Aber jetzt, wenn wir die Teilnehmerzahlen sehen, sind wir begeistert, dass St. Pölten von der Infrastruktur und dem ganzen Herangehen idealer Partner ist. Das war mir von vornherein klar. Aber dass es so gut laufen würde, Christian, dir auch nochmal den besten Dank. Also absolut super. Wir werden es schwer haben, nächstes Jahr in Marburg da. Und wir müssen ja einen draufsetzen, damit St. Pölten 2018 dann wieder antworten kann. Also insofern, es wird schwer fallen. Noch eines zur Verortung des Inverted Classroom heute. Ich habe es ja schon erwähnt, wir haben bundesweit diese Expertengruppe, das Hochschulforum Digitalisierung. Und wenn man mal den Inverted Classroom heute betrachtet, der aus seinen zwei Phasen besteht, Inhaltsvermittlung digital, Inhaltsvertiefung im Hörsaal in möglicherweise umgebauter Form, dann macht man sich Gedanken bundesweit und natürlich auch mit Effekt nach Österreich hinein, im deutschsprachigen Raum, wie kann man die Hochschullehre generell digitalisieren? Und da gibt es mittlerweile ein 3-Stufen-Modell, ich werde das auch nachher in einem Workshop noch vorstellen, wo man sagt, das Ziel ist die Phase 2, die Integration der digitalen Materialien in die Lehre als unverzichtbaren Bestandteil, nicht als Anreicherung, wie das zum Beispiel Vorlesungsaufzeichnungen sind, sondern als integralen Bestandteil. Und dieser Bestandteil ist verbunden bereits in dieser Publikation, die Sie hinter mir sehen, digitale Lernszenarien im Hochschulbereich, Arbeitspapier 15, kann sich jeder runterladen, ist verbunden mit dem Wort Inverted Classroom. Das heißt, die bundesweite Tendenz an den Hochschulen ist jetzt fest verankert und wird 2016 mit diesem Wort dann auch publiziert werden. Und ich denke, da ist diese Community nicht unbeteiligt daran. Und noch etwas haben wir über die Jahre festgestellt. Wenn Sie mal auf diese Liste gucken, das sind Hochschulen, die ich besucht habe, von denen ich weiß, dort wird Inverted Classroom betrieben. Aber wenn man mal genauer nachfragt, da gibt es noch viele andere. Und selbst hier gestern haben wir erfahren, TU Darmstadt, Uni Würzburg, ganz andere Fachbereiche. Es gibt so viele, von denen wir es noch gar nicht wissen, die dieses Lehrmuster betreiben und die sich dafür einsetzen. Und die gilt es weiterhin zu identifizieren. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe dieser Community, das zu tun, sodass wir flächendeckend eine Karte für den deutschsprachigen Raum haben. Dort sind Anlaufstellen von Lehrenden, die dieses Lehrmodell einsetzen. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Sinne vielleicht auch noch die Zukunft mal angedacht. Was kann denn noch werden aus dem Inverted Classroom? Und hier sehen Sie neue Kursformate, die daraus entstehen. Den einen Begriff haben wir selbst geprägt, den flexiblen On-Campus-Kurs, der die digitalen Taktungen aufhebt. Das 2-in-1-Konzept, das die Zielgruppen, spezifisch die Individualisierung, wie Sie es eben genannt haben, in den Fokus setzt. Und natürlich auch On-Campus-Online-Formate, die im Verhinderungsfall eingesetzt werden, bei Stundenplankollisionen, bei Krankheiten, Schwangerschaft, Auslandsaufenthalt und so weiter. Das sind dann weiterführende Dinge, die aus diesem Modell entstehen. Aber die Grundlage ist immer unsere Idee, die grundsätzlichen Phasen umzutauschen, Inhaltsvermittlung digital, Inhaltsvertiefung in einem Hörsaal. Und so denke ich, wird auch in St. Pölten, werden wir
neue Erfahrungen sammeln zu diesem Thema. Wir werden uns natürlich auch dem Thema Evaluationen widmen. Wer hat bereits Studien zur Verfügung, die uns sagen, dass dieses Modell auch wirklich wirkt in der Behaltensleistung und überhaupt in den Lerneffekten? Und natürlich, und das sehe ich vor mir, wir werden viele alte und neue Bekannte sehen und Bekanntschaften schließen und unsere ICM-Community immer größer und größer werden lassen. In diesem Sinne freue ich mich auf die heutigen Workshops, Vorträge und natürlich auf Christian Freisleben-Teutscher, der alles bestens im Griff hat. Danke. Ja, danke lieber Jürgen. Ohne dich würden wir heute nicht hier sein. Das muss man einfach auch ganz deutlich mal sagen. Ein paar Hinweise zum Programm. Und zwar gibt es einen Wechsel. Die Heli Wagner und der Herr Fuchs, die werden miteinander tauschen in der Entwicklungswerkstatt. Was das ist, sagt uns jetzt der Gerhard. Die Entwicklungswerkstatt besteht aus zwei kurzen Inputs und danach gibt es eine moderierte Diskussion dazu. Genau so ist es. Und im Programm habe ich einen Fehler begangen, und zwar steht dort die Frau Keller drinnen, das ist in Wahrheit die Frau Zimmermann. Das tut mir leid, das ist mir in meinem Mailverkehr dann passiert, ja, aber nicht so tragisch. Ja, ganz wichtig, es gibt bei dieser Konferenz eine hybride Schnitzeljagd. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen da herinnen sitzen und jeder Mensch hierinnen schafft es, eine Station zu machen, dann sind wir, der Wolfgang Gruber und ich, die das vorbereitet haben, schon ganz glückliche Menschen, weil dann wissen wir, dass das ein Stück weit funktioniert hat. Die allereinfachste Methode ist, in der Tagungsmappe gibt es Kongress-Bingo zu spielen. Also das ist wirklich eine ganz eine feine Möglichkeit, bei dieser interaktiven Schnitzeljagd mitzumachen. Einfach ausprobieren und man muss nicht alle Stationen machen, man darf machen, so viel man will und dabei großen Spaß haben. Also das ist wirklich eine tolle Form, um miteinander zu lernen. Und ein letztes noch, es gibt draußen auf die Initiative hin eines Teilnehmenden ein Plakat, wo die Einladung besteht, draufzuschreiben, wer man ist, was man tut im Hinsicht auf ich bin an weiterer Vernetzung interessiert. Das ist ein Plakat, das jetzt in der Aula platziert ist, was ein Teilnehmer initiiert hat. Vielen Dank für diese Initiative. Und jetzt bitte um die Ankündigung der Keynote. Ja, also die erste Keynote steht im Programm drinnen mit der Frau Professor Isenhardt von der Universität Aachen. Es freut uns ganz besonders, dass unsere Nerven zum einen zwar sehr angespannt wurden über das Wochenende, zum anderen aber wir unglaubliches Glück hatten und die Frau Laura Lenz eingesprungen ist von der Universität Aachen für die Frau Isenhardt, die erkrankt ist. Und darum würde ich Sie bitten, dass Sie sie besonders herzlich dann begrüßen, weil das ist nicht so selbstverständlich, dass man in ein fernes Land reist mit völlig fremder Sprache und dort dann eine Keynote hält und sich nur wenige Tage davor dafür entscheidet. Das freut uns ganz besonders. Wir haben vorher ausverhandelt, 39 Minuten wird die Keynote dauern, also 39 Minuten 30 ist dann auch drinnen. Gut, vielen Dank. Gut, Sie können mich alle hören, perfekt. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte gerne auch erstmal das Dankeschön zurückgeben an Herrn Freisleben-Teutscher und Herr Brandhofer. Seit Monaten kommunizieren wir und es war super spannend, es war super professionell. Sie haben uns sehr geholfen und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken für die sehr, sehr schöne Betreuung. Ja, Frau Isenhardt ist leider nicht da, das tut uns sehr leid. Wir hatten bis zum Ende gehofft, dass das Ganze irgendwie doch noch funktionieren wird. Jetzt müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Mein Name ist Laura Lenz, ich bin am IMA, ZRW und IFU, unserem Institutscluster, dazu erzähle ich gleich noch was, seit 2015 als Doktorandin tätig. Ich habe Game Design studiert und bin deswegen sehr an virtueller Lehre interessiert und seit ungefähr Juni 2015 organisiere ich zusammen mit Frau Isenhardt und unserem super Team die Kommunikation und Organisationsentwicklung, in der es auch, um die es in dieser Keynote auch gehen wird. Wir möchten Ihnen gerne ein bisschen Inspiration geben, was in einer Vorlesung mit einer großen Hörerzahl, auch das erkläre ich gleich, möglich ist und wie man optimieren kann, wie man Storytelling nach vorne treiben kann und freuen uns natürlich auf Ihren Input, was noch on top möglich ist. Was erwartet uns heute? Erstmal werde ich Ihnen kurz erzählen, wer wir sind, ein paar Key Facts zu unserer Universität.
Dann etwas, was Ihnen allen schon ein bisschen geläufiger sein wird, Blended Learning. Warum eigentlich? Was sind die Herausforderungen, die wir aktuell vor uns haben? Was ist unsere Antwort darauf und wie versucht insbesondere die RWTH hier drauf zu reagieren? Dann werde ich Ihnen die einzelnen Elemente der Kommunikation und Organisationsentwicklung vorlesen und vorlegen. Das ist unsere Lehrveranstaltung für Erstsemesterstudierende im Maschinenbau, eine Pflichtveranstaltung. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen auch noch erzählen, was wir so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gelernt haben, wo wir darauf hinblicken und was wir hoffen, in der nächsten Zeit noch verwirklichen zu können. Gut, dann mal was ganz Allgemeines. Wir sind die mit den Karohemden. Wir sind eine der typischen technischen Universitäten und die Zeit hat im Juli 2015 einen sehr charmanten Artikel geschrieben mit dem schönen Titel »Rechnet nicht mit Liebe«. Ja, da gab es ein paar schöne Zitate wie der AStA, also der Allgemeine Studierendenausschuss, hat übrigens mal Speed-Datings organisiert. Beim letzten Mal kamen 15 Männer und 2 Frauen. Die Sache war dann sehr schnell erledigt. Gut. Zum anderen auch ein sehr schönes Zitat von einer Studentin, die auch anonym bleiben wollte anscheinend. Mag sein, dass es hier 75% Männer gibt, klingt ja erstmal gut, aber davon kann man die Hälfte in die Tonne knallen und die andere Hälfte ist jenseits von tot und lebendig. Gut, das sind wir. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber rechnet nicht mit Liebe. Man merkt schon sehr den Männerüberschuss bei uns an der Uni. Ja, auch sehr schön unser Sportangebot. Im Yoga immer noch Plätze frei, Tischtennis und Skaterhockey ausgebucht. Ja, sehr männerzentriert bei uns. Ja, einfach mal ein paar Zahlen. Wir sind ziemlich groß geworden, insbesondere in den letzten Jahren. Wir haben inzwischen über 42.000 Studierende bei uns. Ja, Sie sehen den Gesamtverlauf und sehen natürlich auch die Dominanz der Ingenieurswissenschaften. Natürlich haben wir auch Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und ja, die sind ganz vorurteilsgetreu, sehr weiblich besetzt. Insgesamt haben wir 32% Studentinnen und 68% Jungs bei uns, die Karohemdenträger. Gut, dann wo kommen wir eigentlich her? Wir, meine Kollegin Nina Schiffler und ich, zu ihr komme ich gleich auch noch. Wir sind ein sehr interdisziplinäres Institutscluster, das IMA, ZRW und IFU, das auf 3 Säulen gestützt ist. Zum einen das Informationsmanagement im Maschinenbau, das sehen Sie hier in blau. Hier setzt der Professor Dr. Ing. Tobias Meisen vor, zu dem komme ich gleich auch noch, denn er ist Teil des Teams der KOE. Dann das Zentrum für Lern- und Wissensmanagement, hier bin ich verankert. Ich bin in der Forschungsgruppe Didaktik in den MINT-Wissenschaften und dann noch unser An-Institut für Unternehmenskybernetik, ein eingetragener Verein, das IFU. Und über all dem schwebt unsere BOM, unser Board of Management, unter anderem Frau Ingrid Isenhardt, die Sie hier links im Bild sehen. Sie wäre, wie gesagt, heute hier gewesen und die Chefin von Janssen, Frau Professor Sabina Jeschke. Ja, wir sind nicht nur ein sehr bunter Haufen, sondern auch ein sehr großer Haufen. Über 200 Mitarbeiter arbeiten bei uns, davon ungefähr 65 wissenschaftliche Mitarbeiter auf Promotionslevel, auf Postdoc-Level, auf Professorenlevel, ganz bunt gemischt. Es ist sehr schön, dass wir 50% Ingenieure und 50% Geisteswissenschaftler da haben. Auch das Verhältnis Männlein-Weiblein ist ungefähr 50-50. Wir haben eine eigene IT- und Serviceabteilung, ein eigenes Sekretariat. Auch hier arbeiten aktuell 19 Mitarbeiter und 130 studentische Hilfskräfte auf uns alle verteilt, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, wir sind zu 80% aus Drittmitteln finanziert und unser Jahresumsatz innerhalb des Instituts liegt bei ungefähr 6 Millionen Euro. Gut, dann kommen wir direkt mal ans Eingemachte, Blended Learning. Warum eigentlich? Warum das nötig ist, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht mehr ganz so im Detail zu erklären, denn sonst wären Sie wahrscheinlich alle nicht hier. Es gibt ein paar aktuelle Herausforderungen, mit denen wir uns im Moment nicht nur an der RWTH, sondern allgemein konfrontiert sehen. Die Digital Natives, die Studierenden, die haben ihre Technik zu Hause, die Tablets, die Smartphones, all sowas, die sind mit der Nutzung der Technik vertraut. Das heißt, mit Wikipedia-Wissen kriegen wir die nicht mehr. Wenn wir nur noch Fakten abfragen, dann kommen die nicht mehr zur Vorlesung, die klicken mal eben in ihr Smartphone rein und kennen die Antworten. Das heißt, wir müssen denen etwas geben, was sie reflektieren können, was das spannend ist, was für sie Relevanz hat, wo sie sagen, ja, wenn ich mal groß bin und Ingenieur bin, dann brauche ich das.
Dann auch ganz spannend, habe ich hier auch interessante Einblicke bekommen, der Durchgang von Schule zu Studium. Wenn wir über Blended Learning reden, dann ist es natürlich super spannend, dass die Studierenden nicht erst im Studium mit diesem Blended Learning Konzept oder mit dem Flipped Classroom konfrontiert werden. Umso schöner fand ich es, dass hier Leute aus Grundschulen, aus Mittelschulen sind, die Schülerinnen und Schülern und auch Flüchtlinge, Leute mit Migrationshintergrund, Lernbehinderte, all den Leuten, die später ihren Weg in die Uni finden, dann hoffentlich ihr Blended Learning Konzept so früh schon nahe bringen, damit dieses selbstständige Lernen ein ganz natürlicher Teil der Lehre wird und das nicht nur auf universitärem Level. Dann natürlich bei 42.000 Studierenden brauche ich Ihnen das nicht zu sagen, wir haben eine wachsende Anonymität. Das sollte nicht zum Persönlichkeitsverlust führen, sondern eher in einer größeren Varianz an Auswahl münden, damit man sagen kann, okay, was passt zu mir, welche Art von Lernen mag ich gerne, wie kann ich mich hier selber verwirklichen. Und das natürlich dann auch innerhalb der Lerninhalte. Was auch noch sehr zentral ist bei uns, auch an RWTH Aachen, gerade das Maschinenbaustudium ist unglaublich schwer. Die Studierenden kommen bei uns an, die waren vielleicht in der Schule sehr, sehr gut und unterschätzen das Ganze. Die müssten eigentlich vermutlich für eine Klausur Maschinenbau mehr lernen als für das ganze Abitur zusammen. Und das wird oft unterschätzt. Das heißt, am Anfang, in den ersten zwei Semestern, kommt dann das Frühlingserwachen und man fällt durch die Klausuren und denkt, das hat doch bisher auch immer geklappt. Das heißt, hier müssen wir auch wirklich die Studierenden an die Hand nehmen und begleiten. Ja, die Herausforderungen habe ich eben schon genannt, die großen Hörerzahlen, die Individualität, die Lernstrategien und die steigenden Einflüsse der Medien im täglichen Leben. Ganz wichtig, und das möchte ich nochmal an dieser Stelle unterstreichen, ist eben der Praxisbezug. Insbesondere die Kommunikation und Organisationsentwicklung ist ein typisches Soft-Skill-Fach, würde ich sagen. Und der Maschinenbaustudierende im ersten Semester, die sind 17 Jahre alt, seit das Schulsystem verändert wurde, die wollen am liebsten morgen ein Flugzeug bauen und zum Mond fliegen und sehen dann eben nicht ein, warum man etwas über Kommunikation und Organisation wissen sollte, warum das für sie jetzt schon relevant ist. Das bedeutet, wir müssen wirklich diesen Praxisbezug schaffen. Und wie wir das tun, das erzähle ich Ihnen auch gleich noch. Gut, dann die Ziele der RWTH Aachen, die sich heraus entwickelt haben. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben eine 40-prozentige Abbruchquote. Daraus ergibt sich eine rund 60-prozentige Bestehensquote. Und dem würden wir gerne entgegenwirken. Wir hätten gerne eine 75-prozentige Erfolgsquote, was natürlich nicht darin enden kann, dass man sagt, okay, man macht den Lehrstoff leichter, man setzt nur noch Klausuren runter, man macht es einfacher, sondern wir wollen das gleiche Level an Lehre haben, aber eben auf einem individuellen und praxisbezogenen Level. Und das ist das, was sich die RWTH im Jahre 2014 ganz besonders auf die Fahne geschrieben hat. Daraus ist die Blended Learning Initiative der RWTH Aachen gewachsen. Die machen wir mal direkt komplett auf. Das ist die größte selbstfinanzierte Blended Learning Initiative in Deutschland. Sie hat 2014 begonnen. Insgesamt hat die RWTH Aachen sich durch das Rektorat bereit erklärt, rund 2 Millionen Euro in Blended Learning zu investieren. War kein Muss, war ein Kann, sondern es sollte eben auch kritisch von den Lehrenden reflektiert werden, wo macht denn das überhaupt Sinn und brauche ich alle Elemente und wie genau kann das für uns aussehen? Und Sie sehen, die Rektorate sind mit einbezogen. Es sind verschiedene Projekte daraus gewachsen, zum Beispiel das Projekt Medien für die Lehre. Das ist ein Fachbereich, ein Projekt, was sich mit der Realisierung von diversen Blended Learning Methoden befasst. Das können Scribbles sein, das können Videos sein, das kann in einem Green Room passieren. Ganz individuell kann hier für die Lehre etwas zugeschnitten werden. Und was ich auch gerne noch nennen würde, wäre das Center of Excellence in Academic Teaching, exakt, das sehen Sie hier in der Mitte des Kreises. Das ist auch ein sehr großes Projekt, was bei uns im Haus angesiedelt ist und hier geht es eben um Kompetenzbildung. Es werden Seminare für wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren, Postdocs für alle angeboten, die sich in irgendeiner Weise im Bereich Medienkompetenz, aber auch Projektmanagement und Kreativität weiterbilden möchten. Und all das ist aus der Blended Learning Initiative der RWTH gewachsen. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, alle Projekte zu nennen. Hier sehen Sie mal ein paar Ansätze, die verwirklicht wurden in den vergangenen Jahren. Wir haben einen Blended Learning Beauftragten und unseren Prorektor für Lehre, Herrn Krieg, der diese Blended Learning Initiative nach Rat und Tat unterstützt und hier sehr viel Begeisterung zeigt, was sehr schön ist, wenn man von so hoher Stelle diesen Support kriegt und auch sagt, ja, mach doch mal was.
Ja, die typischen Blended Learning Elemente brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht mehr zu nennen. Audience Response Systeme, der Flip Classroom, klar, ganz zentral bei dieser Konferenz. Serious Games, was mir besonders als Game Designerin am Herzen liegt. Die Videoaufzeichnungen, virtuelle Labore, auch das wird schon realisiert. Und da gebe ich Ihnen auch gleich noch kleine Einblicke. Und wenn Sie zu irgendwas gern mehr wissen würden, dann können Sie natürlich nach der Keynote auch noch zu mir kommen. Gut. Nochmal ganz kurz zu unseren Studierenden. Was sind denn das für Leute, die da kommen? Wie gesagt, die sind 17 Jahre alt. Es ist so gewesen, dass auf den weiterführenden Schulen in Deutschland die Schüler und Schülerinnen bisher 9 Jahre verbracht haben. Jetzt gibt es das Blitzabitur in 12 Jahren insgesamt, also 8 Jahre auf der weiterführenden Schule. Und dadurch sind die 17, wenn sie bei uns ankommen. Das bedeutet zum einen, rein formal könnten die sich nicht mal für eine Einsicht einschreiben. Die sind keine 18. Die können ihren Mietvertrag nicht selber unterschreiben. Es sind also so Kleinigkeiten, die damit einhergekommen sind und formale Probleme, die sich lösen lassen mussten. Es musste auf diese Zielgruppe eingegangen werden. Eine kleine Anekdote aus der Kommunikations- und Organisationsentwicklung. Wir haben ein Modul zum Teambuilding. Und es war die Aufgabe der Studierenden, ein Team zu finden, wo alle 5 Teilnehmer zusammen mindestens 95 Jahre alt sind. Das hat nicht funktioniert. Sie standen im Audimax, da sitzen 800 Leute und man fragt in den Raum, ist hier jemand 20? Und es ist Stille. Es sind wirklich Kids, die sich sehr, sehr früh für eine Fachrichtung entschieden haben und man sollte ihnen dann eben auch zeigen, du hast das Richtige getan, passt es zu dir oder nicht. Man sollte unterstützen und das eben auch altersgerecht für 17-Jährige, die gerne morgen zum Mond fliegen möchten. Ja, der Flip Classroom haben wir, glaube ich, auch schon gestern in Länge drüber gesprochen. Auch sehr schöne Konzepte, die ich auch bei Ihnen allen gesehen habe, auf welchem Schullevel, auf welchem Unilevel auch immer, wie schön es umgesetzt wird, auch wie vielfältig. Bei uns ist es in erster Linie die Online-Vorlesung und das Diskussionsforum gekoppelt mit einer Übung und einem Online-Prüfsystem. Ich gehe gleich auf die ganzen Dinge im Detail ein. Und das Hauptziel von uns ist eben, optimal vorzubereiten. Und was wichtig ist in dieser Sache, es ist keine Pflichtveranstaltung. Rein theoretisch braucht ein Studierender bei uns wieder die Online-Vorlesung anzusehen, braucht nicht zum Diskussionsforum zu kommen, braucht auch nicht an der Übung teilzunehmen, solange die Klausur besteht. Bitteschön. Aber es ist natürlich schöner, wenn man den Praxisbezug hat und eben auch nochmal vertieft nachfragen kann, gemeinsam diskutiert. Denn nur dann können die Inhalte wirklich reflektiert verstanden werden, was für die schwierigsten Klausurfragen, auch die zeige ich Ihnen gleich, natürlich von besonderer Bedeutung ist. Gut, Studierendenzentrierung, klar. Individuelles Zeitmanagement, die Partizipation der Studierenden ist super spannend. Auch das hat Herr Kelly gestern sehr schön illustriert, dass sich die Rolle der Lehrenden auch sehr verändert hat. Man ist nicht mehr vorne das allwissende Buch. Es wird nachgeprüft, ja, was erzählt er denn da und wie meint er denn das? Und wenn irgendwas nicht korrekt ist, dann werden Sie das sehr schnell merken. Dann kommt nämlich die E-Mail, die sagt, ja, das kann ja gar nicht sein oder warum ist denn das so? Also es ist so, dass auch wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dieses Blended Learning hat nicht nur zu so einem sich berieseln lassen im individuellen Umfeld geführt oder nach individueller Präferenz. Es hat dazu geführt, dass sehr viel mehr kritisch reflektiert wird. Und das ist natürlich mit Blick auf, ja, das Befriedigen der Bedürfnisse der Digital Natives sehr zentral. Gut, dann komme ich mal zur Lehrveranstaltung KOE, Kommunikation und Organisationsentwicklung. Das sind so die Eckdaten. Das ist eine Veranstaltung von Frau Professor Isenhardt. Es ist, wie gesagt, eine Pflichtveranstaltung im Maschinenbau für Erstsemesterstudierende. Im aktuellen Wintersemester, im März ist jetzt die Klausur, hatten wir rund 1600 Teilnehmende. Ob die wirklich alle die Klausur schreiben, das sehen wir dann. Am 3., 4. März ist es dann soweit. Dann gucken wir mal, wer kommt. Dann haben wir noch unsere Roboflex-Übung zur Vertiefung der Inhalte und eben auch des Praxisbezugs. Das werde ich Ihnen gleich auch noch im Detail erklären. Ja, und was wir eben auch haben, 12 Module, die nicht nur reine Theorie sind. Es ist also nicht so, dass Frau Isenhardt sich mal beim Vorlesung halten aufgenommen hat, sondern wir spicken das Ganze auch noch mit Beiträgen, mit sogenannten Praxis-Inputs aus der Wirtschaft, von relevanten Wirtschaftspartnern. Das sind die 4 Elemente der KOE. Einmal die Online-Vorlesung im L2P-Lernraum, den zeige ich Ihnen gleich auch noch. Das ist unser virtueller Lernraum. Hier kann alles online gestellt werden, was man möchte. Das können eben die Folien sein, das können die Links zu den Vorlesungen sein. Und auch hier möchte ich vielleicht ein Best-Practice-Beispiel geben. Wir können im Gegensatz zu manchen von Ihnen, wie ich es jetzt gestern mitbekommen habe, unsere Vorlesung nicht einfach bei YouTube oder wo auch immer hochladen, da das copyright-technisch wirklich Probleme geben kann. Weil man nennt Inhalte, man zeigt vielleicht Grafiken, Zeichnungen, Fotos, was auch immer es sein mag,
Filmausschnitte vielleicht, die irgendwas nochmal schön illustrieren. Wir hatten jetzt auch ein Beispiel von, wer es von Ihnen gesehen hat, von Disney, Alles steht Kopf, um das innere Team zu verdeutlichen, wo dann die Kids Figürchen im Kopf haben, so wie Wut und Ekel, die dann alle miteinander interagieren und eben die Kinder in verschiedenen Situationen auf eine bestimmte Weise reagieren lassen. Ja, dann haben wir das Diskussionsforum, wie gesagt, mit Expertenvorträgen. Die Experten, die zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Unser Audience-Response-System, Poll Everywhere, und natürlich die Feedback und die Fragen dazu. Auch das haben wir noch erweitert. Gut, das ist unser ganz interdisziplinäres Team. Wen ich gerne mal an dieser Stelle noch besonders herausheben würde, ist meine Kollegin Nina Schiffeler, die hier vorne sitzt. Und sie ist für Roboflex verantwortlich. Ich werde Ihnen die Unternehmenssimulation gleich noch ein bisschen näher bringen. Und wenn Sie dann noch Fragen im Detail haben oder ein bisschen Inspiration brauchen, wie das vielleicht bei Ihnen auch klappen könnte, dann ist Frau Schiffeler hier die perfekte Ansprechpartnerin. Natürlich zirkuliert hier alles um Frau Professor Isenhardt, die das Ganze schon seit Jahren macht und immer wieder mit neuen Ideen und Inhalten daherkommt. Und das ist eben auch sehr schön, dass jedes Jahr geupdatet wird, überlegt wird, okay, was sind denn aktuelle Themen im Bereich Management? Was können wir da für coole Beispiele nennen? VW-Skandal, Lufthansa-Streiks, all sowas. Und dann die Studierenden fragen, was ist denn da schiefgelaufen? Und wenn die das reflektieren, dann schlagen die am nächsten Morgen die Zeitung auf, lesen der VW-Abgasskandal, das und das ist jetzt noch passiert, dann wird darüber nachgedacht und dann wird der Praxisbezug hergestellt. Das sind unsere 12 Module in der KOE, die laufen auf verschiedenen Rekursionsebenen ab. 11 von diesen Modulen sind klausurrelevant. Wir haben hier unseren Rekursionstrichter, da sehen Sie eben auch, wie das Ganze didaktisch aufgesetzt ist. Wir haben diese individuelle Ebene, da sind Elemente drin wie Selbst- und Fremdwahrnehmung. Was denke ich denn, was ich kann und was kann ich denn wirklich? Dann eben auch die bilaterale Ebene im Bereich Mentoring, wie kann man von Einzelpersonen lernen? Dann, wie organisiere ich mich im Team? Wie finde und formuliere ich Aufgaben? Wie kontrolliere ich das? Auch das wird in der Unternehmenssimulation abgefragt werden. Dann natürlich Unternehmens- und Management-Ebenen, die wir denen inhaltlich nahebringen. Und zuletzt die Netzwerkebene, wo wir auch über interkulturelle Kompetenzen reden, weltweite Arbeitsteilung und so weiter. Gut, das ist unsere Online-Vorlesung im L2P-Lernraum. Was Sie hier links sehen, das sind die Lernmaterialien. Da geht man dann drauf und was man dann sieht, ist eine Ansammlung von Links und Foliensätzen, würde ich Ihnen empfehlen, immer als PDF hochzuladen, damit man auch nichts mehr dran ändern kann. Und ja, das ist frei zugänglich, es kann jederzeit angeschaut werden, auch so oft, wie man möchte. Und hier ist auch noch ein extremes Potenzial mit Blick auf Big Data Learning Analytics. Wenn man sagt, man hat die Möglichkeit, Videos hochzuladen und hat eine gewisse Kontrolle hierüber, dann könnte man auch schauen, okay, an welcher Stelle stoppt das Video denn immer? Gibt es eine Stelle, wo die Studierenden regelmäßig anhalten? Dann scheint hier ein Verständnisproblem zu sein. Wir merken dann zum Beispiel in Modul 8, spulen alle von Minute 38 zurück zu 24. Also scheint hier irgendwas unklar zu sein. Hier ist so viel Potenzial auch zu analysieren, nicht nur, wie oft werden die Videos geguckt oder abzufragen, sind sie überhaupt geguckt worden, sondern auch, wie werden sie geguckt. Das ist noch Zukunftsmusik, ist aber auch was, wo wir im Moment viel drüber reden und was auf jeden Fall im Bereich Blended Learning noch großes Potenzial aufweist. Wenn man dann die Vorlesung öffnet, dann sieht man das hier, dann sieht man oben rechts Frau Isenhardt, die ihre Vorlesung hält. Wir haben die Vorlesung professionell von einem Recording-Studio aufnehmen und zuschneiden lassen. Der Ton ist sehr gut. Jedes Video ist ungefähr 45 Minuten lang. Klingt erstmal sehr viel. Es ist aber eine automatische Funktion mit drin, dass wenn man zwischendurch mal das Fenster schließt und wieder zurückgeht, dann wird einem vorgeschlagen, möchten Sie dahin zurückkehren, wo Sie eben aufgehört haben. Außerdem gibt es eben die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Kapiteln zu blättern und sich entsprechend nochmal wiederholend anzuhören, was man vielleicht nicht verstanden hat oder besonders spannend fand. Gut, wenn die Studierenden dann die Online-Vorlesung gesehen haben, dann kommen sie ins Diskussionsforum. Das ist in unserem Vorlesungsraum im Audimax. Und ja, was Sie hier sehen, sind einmal ja, die Elemente, die man in so ein Diskussionsforum einbringen kann, so wie Fallbeispiele oder AES-Umfragen. Aber auch Großgruppenübungen. Das ist insofern spannend, als dass die paar, die dann nach vorne kommen, mit ein bisschen Nachdruck, weil wenn sie fragen, ja, wer hat denn Lust, nach vorne zu kommen bei 800 Leuten, da wird sich mal dezent zurückgehalten, wenn sonst immer die Papierfliegerchen kommen. Dann bittet man nach vorne und bittet dann, wie in diesem Foto sichtbar, die Wissenstreppe nachzustellen. Dann kann man eben abprüfen, haben die das zu Hause angeguckt, man hat die anderen Mitstudierenden, die noch auf ihren Plätzen sitzen, die nachdirigieren und reinrufen. Und das hat eben auch gezeigt, dass die Inhalte auf diese Weise durch Großgruppenübungen, durch Praxis sehr schön vertieft werden können. Und
ja, wenn man danach auch fragt, das machen wir auch immer, wir gehen zu Einzelnen hin und sagen, ja, wie war es denn? Gab es irgendwelche Probleme? Dann wird auch sehr schön reflektiert. Und was hier auch wichtig ist, ist nicht nur der Inhalt, der dargelegt werden sollte, sondern auch die Methode, nach der es gemacht wird. Wir hatten schon mal ein Modell, was nachgestellt werden sollte und haben den Studierenden, es ging um Teambuilding, nicht gesagt, dass sie in den jeweiligen Gruppen, es waren zwei Teams, nicht alle Elemente haben. Das heißt, sie dachten, ah super, ne, das ist jetzt ein Wettkampf, zwei Gruppen gegeneinander. Jeder versucht es so schnell wie möglich zu machen, irgendwie hinzukriegen, bis dann einfach mal auffällt, ah ja, das kriegen wir ja nur hin, wenn wir das zusammen machen. Und auch das ist dann Teil der Methode, also nicht nur das Modell, sondern auch, wie bringt man die Studierenden dahin, in die Hektik, ah Team, ne, und wie machen wir das jetzt? Ja, das Diskussionsforum, ich habe es schon erklärt, Flipped Classroom, Problem-Based Learning und die vielfältigen Lernmöglichkeiten je nach Persönlichkeit, das können wir jetzt nochmal kurz auslassen. Dann haben wir die Praxis-Inputs aus der Wirtschaft. Hier wird jedes Jahr überlegt, wer könnte denn spannend sein, auch mit Blick auf die Themen, die aktuell spannend sind. Hier möchte ich gerne Herrn Mustafa Yaman nennen von MH Wirth. Das ist ein Bohrunternehmen, das kennen Sie wahrscheinlich nicht, eines der weltweit größten. Die stellen nur nichts für den Endverbraucher her, deswegen kennen wir die nicht, denn wir haben ja keine Bohrinsel im Garten stehen. Und ja, er hieß halt Yaman mit Nachnamen und wann immer man dann fragte, ja, haben Sie es verstanden? Yaman. Und zwar das ganze Semester lang. Und das ist einfach wichtig, dass man Figuren findet, die Eindruck machen, die eine Persönlichkeit haben, die auch eine super Geschichte haben. Jemand, der aus der Türkei nach hier kommt, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur macht, studiert und dann in so eine Position reinrutscht, das ist jemand, das inspiriert Studierende. Und hier sehen wir dann auch nach unserer Unternehmenssimulation Roboflex, wurden dann mit Herrn Yaman auch Selfies gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Figur, die uns sehr in Erinnerung geblieben ist. Außerdem hatten wir Capgemini dabei, die haben über weltweite Arbeitsteilung gesprochen, dann interkulturelle Kommunikation von P3, das ist ein aus Aachen gegründetes, aus der RWTH heraus gegründetes Unternehmen, was in diversen Technikfeldern tätig ist, und Bosch Rexroth, die kennen Sie wahrscheinlich alle, die gehören zu Bosch. Dann unser Audience Response System. Das, was das ist, brauche ich Ihnen auch nicht mehr zu erklären. Seit den 1980er Jahren gibt es das und ja, man kennt es eigentlich aus Quizshows. Was man hier schön abfragen kann, sind eben Erfahrungsabfragen. Ja, was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Dann Meinungsbilder, also wir müssen nicht nur richtig oder falsch abfragen. Klar, kann man das machen, das wäre dann die Wissensabfrage oder eben auch die Konzeptabfrage. Was hier möglich ist, das kennen Sie wahrscheinlich auch zu Genüge. So, jetzt würde ich Sie mal gerne alle bitten, Ihr Smartphone und Ihr Tablet rauszuholen, was immer Sie gerade dabei haben, und den Link https://polev.com/imazlw-ifu abzurufen. Wer das richtig eingegeben hat, kann die Frage wahrscheinlich auch schon sehen. Braucht noch einer den Link, sonst klicke ich weiter? Okay, gut. IMAZLW-IFU. Sieht erstmal nach Buchstabensalat aus, ist aber... Okay, bereit? Gut. Dann gehen wir jetzt mal drauf. Ich sehe schon, die ersten Namen abgestimmt. Ja, es läuft gerade live mit. Das Beispiel, was wir Ihnen hier zeigen, ist auch ein Beispiel, was wir so in der Vorlesung nennen. Es geht um Kommunikationsprobleme oder eben Nicht-Kommunikationsprobleme und die zentrale Nachricht, man kann nicht kommunizieren. Was wir hier haben, ist keine richtig oder falsch Frage. Der Satz, mit Ihren Kompetenzen müssen Sie sich bei uns ja schon fast langweilen. Ja, wie verstehe ich das denn? Der Chef, der findet mich super, der schätzt meine Qualifikation, der Chef mag mich. Der Chef möchte mich vielleicht versetzen für jemanden, der ein bisschen misstrauisch ist, je nach Persönlichkeit, oder ja, da muss ich mal nachfragen. Ich sehe, Sie sind sich auch nicht ganz einig. Was hier aber auch sehr schön deutlich wird, ist auch einfach das, was wir den Studierenden nahebringen. Hier in der KOE gibt es nicht nur das richtig oder falsch, sondern eben auch die Reflexion. Wenn jemand mit mir redet und ich verstehe es nicht, was mache ich denn dann? Fälle ich mein eigenes Urteil und sage dann, ja, so und so wird er das wohl gemeint haben, oder frage ich nach? Das ist eben die Wichtigkeit von der Kommunikation und Organisation, die einem mit so kleinen Beispielen eben
nahegebracht werden. Ich sehe, Sie würden alle nachfragen. Das finde ich gerade im didaktischen Sinne sehr löblich. Deswegen vielen Dank für Ihre Abstimmung. Dann möchte ich Ihnen jetzt gerne mal Roboflex zeigen. Das ist unsere Unternehmenssimulation, die in zwei Phasen besteht. Nochmal zur Erinnerung, das ist komplett freiwillig alles. Das heißt, die Studierenden können sich hierfür anmelden. Es ist eine Unternehmenssimulation, die in zwei Phasen eingeteilt ist. In Phase 1 werden die Gruppen, die 25 bis 30 Mann stark sind, sich zu einem virtuellen Unternehmen finden. Die suchen sich ein Logo aus, einen Namen, die suchen sich Abteilungen raus, was muss das Unternehmen denn können, und drehen hierzu ein kurzes Business-Video. Da sagen die dann, hallo, ich bin Laura Lenz, ich bin der Geschäftsführer von dem virtuellen Unternehmen sowieso und wir bauen ein virtuelles Fahrzeug der Zukunft. Das ist nämlich die zentrale Aufgabe. Das Design, die Konstruktion und den Bau eines Prototypen, der wird mit Lego Mindstorms realisiert, das zeigen wir Ihnen gleich auch schon. Und das Ziel ist eben, das zeige ich Ihnen jetzt auch, die einzelnen Elemente der KOE realitätsnah umzusetzen. Hier haben wir auch viel Feedback von den Studierenden bekommen. Ich gehe jetzt nicht im Detail drauf ein, aber zum Beispiel mit Blick auf die Poll-Umfrage, die Sie gerade gesehen haben. Wir sind nicht stark genug auf die Disk-Typen unserer Mitarbeiter eingegangen. Das ist ein Feedback, was wir bekommen haben. Disk-Typen kennen Sie vielleicht, diesen Persönlichkeitstest. Sind das initiative Leute, sind das stetige Leute, gewissenhafte Leute, dominante Leute? Es gibt dann diverse Abfragen, die man machen kann, um festzustellen, was für ein Typ bin ich denn eigentlich? Und auf diese Weise, wenn wir die Studierenden ins kalte Wasser von Roboflex reinwerfen, sehen die dann, okay, wenn man dann wirklich zusammenarbeitet in einem virtuellen Unternehmen, dann braucht man das ja. Oh je, also doch nicht sofort zum Mond fliegen. Hier sehen Sie auch mal ein paar schöne Bilder aus der Unternehmenssimulation selbst. Es wird, wie gesagt, mit Lego NXT Mindstorms gebaut. Ingenieursgerechtes Arbeiten. Es sind kleine Roboter, die eben auch programmiert werden können. Und was Sie hier sehen, sind diese kleinen schwarzen Sträßchen und die Roboter werden so programmiert, dass sie autonom die Umgebung abtasten und entsprechend der schwarzen Linie langfahren, wenn sie denn richtig programmiert sind. Ansonsten fahren sie einfach vom Tisch runter. Was auch noch spannend ist, ist, dass man diesen Sensor so programmieren kann, dass er auf Hindernisse reagiert. Das bedeutet, wird häufig so benutzt von den Studierenden, dass sie sagen, wir haben unser tolles autonomes Fahrzeug und wenn ein Kind auf die Straße laufen würde, wenn es vorbeifährt, dann würde es anhalten. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Aber ja, man sieht, hier wird programmiert, gebastelt und ja, hier werden diese Praxisbezüge auch nochmal sehr, sehr schön mit den Inhalten der KOE verschmolzen. Denn wir bitten die Studierenden auch in regelmäßigen Abständen uns Feedback zu geben. Wer ist denn noch dabei? Was haben Sie denn so gesehen, was Sie in der KOE vielleicht auch schon mal gesehen haben? Wie sind Ihre Erfahrungen? Was sind Ihre Tops und Flops innerhalb von Roboflex? All das können wir hier abfragen. So, dann würde ich mal ganz kurz gerne die Technik bitten, das Video oben links abzuspielen. Das ist ein Phase 1 Video. Nicht erschrecken, jetzt kommt die Musik. Man sieht also das Unternehmen Cityflex. Alle städtischen Nahverkehrsbetriebe in Deutschland sind defizitär. Der Prototyp unseres autonom fahrenden Busses besteht aus einer Basiseinheit, die sowohl mit einem Modul für den Personenverkehr tagsüber als auch mit einem Modul für den Lieferverkehr nachts ausgestattet werden kann. Cityflex wird von zwei Geschäftsführern geleitet, die den kaufmännischen und technischen Abteilungen vorstehen. Super, das reicht eigentlich schon als kurzer Input. Ja, was Sie da sehen, ist eben nicht nur, okay, die Studierenden sind kreativ, sondern es wird wirklich aktiv Input generiert von den Studierenden. Was ist denn möglich? Was sehen Sie in Ihrer Umgebung, was Sie sich gerne wünschen würden? Und in diesem Falle ist es eben ein autonomes Fahrzeug, das tagsüber ein Bus und nachts ein Lastenfahrzeug ist. Und Sie sehen auch, mit welchem Aufwand diese Videos gemacht werden. Sie sehen hier, wie die Videos eingeteilt werden. Das Unternehmen aufgeteilt wird. Hier wird nach Hardware, Software, Design und Marketing unterschieden. Und das sind eben ganz normale Studierendenteams von Leuten, die so zusammengewürfelt wurden. Die kennen sich nicht. Das sind nicht nur Best Friends, die sich hier finden, sondern man muss eben auch mit Charakteren zusammenarbeiten, die man nicht kennt oder vielleicht auch nicht so gerne kennen möchte. Final kann man dann auch sehen, wenn die Umsetzung erfolgt ist, mit was für einem Aufwand das Ganze gemacht wird. Genau. Da können Sie das bitte mal abspielen von der Technik. Das ist der Sieger vom letzten Jahr. Das ist auch ohne Ton. Hier sehen wir die Problematik, jemand möchte vom Uniklinikum Aachen zum Hauptbahnhof. So, und ja, Bus braucht vielleicht lange,
kommt noch nicht. Taxi ist zu teuer. Und dann kommt die Lösung. Und das ist alles studentengemacht und wie gesagt, alles freiwillig. Da ist das autonom fahrende Fahrzeug. Das kann man anrufen. Man kann sagen, wo ist man gerade, wo möchte man gerne hin. Und dann wird dieses Fahrzeug vorbeikommen, einen selbst und gegebenenfalls noch andere aufsammeln und so sehr kostenreduziert, dadurch, dass auch kein Personal hier drin verankert ist, durch die Gegend fahren. Hier sehen Sie die Fahrzeuge. Genau, so könnte diese App dann aussehen. Also Sie sehen, es ist unglaublich vielfältig, es wird unglaublich viel Kreativität geweckt, wenn man diesen Praxisbezug herstellt und dann auch natürlich sehr maschigerecht mit coolen Fahrzeugen und Transformers und so weiter. Gut, die Unternehmenssimulation, sie ist freiwillig, trotzdem möchten wir natürlich einen Ansporn geben. Das Ganze ist ein Ideenwettbewerb und wir haben Sponsoren dabei. In diesem Jahr waren das Trumpf, MH Wirt, Continental und Bosch Rexroth, die zur Siegerehrung vorbeikommen. Es wird so eine kleine Messe, sagen wir mal, vor einem Vorlesungssaal vorbereitet, wo man eben auch sich mal mit den Vertretern der einzelnen Unternehmen unterhalten kann. Und ja, da wird dann natürlich auch mal schnell nach Praktika gefragt, nach Vernetzungsmöglichkeiten, nach Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, was immer ansteht. Und ja, als Preise werden dann Gadgets vergeben, die der Maschi cool findet. Zum Beispiel jetzt von Bosch Rexroth waren das in diesem Jahr Akkuschrauber. Und das war auch ein relativ großer Aufwand, also dann 30 Akkuschrauber zu verteilen an Studierende, dass jeder einen hat. Das ist schon toll und das ist auch ein Engagement, was wir wirklich jedes Jahr wieder zu schätzen wissen. Und ja, das hält die Studierenden dabei, denn über Wochen müssen sie sich organisieren und daran arbeiten, neben dem, was sie sonst noch so machen. Dann kommen wir kurz zum Online-Prüfsystem, unser OPS. So sieht das Ganze aus. Die Studierenden, die kommen in unser ZUSELAB, das ist unser Computerlabor, und schreiben die Prüfung da online. Sie kriegen insgesamt 77 Fragen aus 3 Taxonomiestufen und können insgesamt 330 Punkte erreichen. 60% brauchen sie, um zu bestehen. Das Prüfungssystem ist sehr stabil, also es ist nach meiner Erfahrung noch nicht sehr oft vorgekommen, dass irgendwas abgestürzt ist und dann alles weg war, wie auch immer. Es ist alles mit doppeltem Boden gesichert. Es sind immer ja, personelle Ressourcen auch da, Leute vom ZUSELAB, die ganze Zeit da bleiben, diese Kohorten an Leuten mit durchschleusen, denn wir müssen aufgrund der hohen Studierendenzahl in mehreren Kohorten die Prüfung schreiben. Einfach mal so als Einblick, so könnte eine Taxonomie-1-Stufe-Frage aussehen. Von wem stammt der Ansatz der 4 Seiten einer Nachricht? Gut, das ist Faktenwissen, da kriegt man 3 Punkte für. Gut, dann wird es schon ein bisschen reflexiver. Welche der 6 Begriffe sind nicht Teil des impliziten Wissens? Kann man wissen, kann man nicht wissen. Und dann die Taxonomie-Stufe-3-Fragen, die sind sehr reflektiv offen. Oft sind es Textfragen, Herr sowieso möchte gerne mit seinem Unternehmen Burger King irgendwo hinziehen oder verkauft die Rechte an den Produkten und an dem ganzen Marketingkonzept, wie nennt man das, dann ist es halt Franchise. In diesem Fall geht es um Systems Engineering aus dem Bereich virtuelle Produktion und hier müssen dann 4 korrekte Antworten ausgewählt werden. So, ich sehe schon, Sie rätseln alle mit. Ja, so sieht sowas aus. Dann haben wir eine Evaluation. Einmal gibt es die standardmäßig seitens der Universität, EFASIS heißt das Ganze. Die ist sehr allgemein gehalten. Da sind zwar Fragen drin, okay, der Lehrende konnte mir die Inhalte gut vermitteln oder ich habe die Wichtigkeit verstanden. Aber das hat uns nicht gereicht, weil wir so viele Blended Learning und Flipped Classroom Elemente da drin haben, zu denen wir im Detail auch noch mal gerne Feedback gehabt hätten. Und die werden natürlich nicht allgemein erfasst, weil es nicht jeder macht. Und deswegen haben wir eine Zusatzevaluation aufgesetzt, die dann entsprechend auch abfragt, ja, wie war es denn? Und ja, was, wie Sie hier sehen, sehr gut ankommt, sind eben die Fallbeispiele, die Praxisinputs sowie ja, die Online-Vorlesungen und ja, die Praxisvorträge mit den Fallbeispielen. Gut, dann kommen wir auch schon zum Fazit und Ausblick. Was haben wir denn gelernt? Das klingt ja erstmal alles sehr, sehr gut und scheint sehr durchdacht. Das Problem, was wir immer noch haben, ist, dass weniger als 50% der Studierenden wegen der Inhalte kommen. Auch wenn wir schöne Praxisbezüge versuchen aufzubauen, die meisten kommen wegen der Klausur. Es ist eine Pflichtveranstaltung, man möchte die Creditpunkte haben und dann geht man wieder nach Hause. Das Thema ist auch, das ist auch ein Feedback, was wir kriegen, zu früh im Curriculum verankert. Warum sollte ein 17-Jähriger etwas über Unternehmensgründung wissen wollen? Das braucht derjenige noch nicht. Das ist auch ein stetiges Bemühen, es vielleicht weiter nach hinten Richtung Studienabschluss zu verlegen, wenn jemand dann an den Punkt kommt, okay, ich möchte in ein Unternehmen einsteigen oder ich bin so kreativ, ich möchte ein Startup gründen. Und das ist immer noch ein sehr schwieriger Spagat, ein so praxisnahes Thema und ja, eher studienabschlussbezogenes Thema den Studierenden nahezubringen.
Ja, dann die Zugänglichkeit der Technik, das haben wir uns bemüht, durch die Lego Mindstorms näher zu bringen, auch durch das Programmieren, was ja auch eine Fähigkeit ist, die die Maschinenbaustudierenden gerne haben und auch gerne rumprobieren. Und auch noch eine Kritik, die wir oft haben, all das, was Sie jetzt gesehen haben, ist natürlich völlig freiwillig. Sollte ich mir aber wirklich den Stress antun und sagen, ja, ich gucke mir die Online-Vorlesung an, ich gehe zum Diskussionsforum, ich bereite Roboflex intensiv vor und das über Wochen, das für 3 Creditpunkte, da finden viele Studierende, das ist zu viel des Aufwandes dafür. Auch das müssen Sie im Auge behalten. Okay, welchen Mehrwert hat denn das Absolvieren dieses Kurses für den Studierenden? Ja. Dann ist natürlich die Frage, und jetzt, das ist auch die Frage, die ich Herrn Steve Kelly geschrieben habe, was machen wir denn als nächstes? Wir haben ja jetzt den Flip Classroom und das ist jetzt das Beyond am Blended Learning and Beyond. Sehr schön, Storytelling und Spaß bei der Sache, das könnte man zum Beispiel noch erweitern. Wir überlegen gerade, wie man es machen könnte mit einer Art Monster der Woche. Man sagt, okay, man hat ein bestimmtes Problem aus der Vorlesung, das sieht man im Alltag super oft und dann erklärt man mal kurz, wo trifft man es denn? Den Freerider in einem Team. Einen, der sich immer hinten dranhängt und dann, wenn es um was geht, vorne steht und sagt, ich bin der Größte. Sowas zum Beispiel mal, ja, in einem schönen Beispiel, zum Beispiel auch aus der Erfahrung von Frau Isenhardt, die auch viel im Bereich Unternehmensberatung tätig ist, mal den Studierenden nahe bringen. Dann Scribbles, auch ein sehr schönes Konzept, sehr zeit- und kostenaufwendig, wie wir herausgefunden haben. Also ne, man sieht jemanden beim Malen zu, man hört eine Stimme, die was dazu erklärt. Es wäre denkbar, zum Beispiel on top auf diese 45-minütigen Videos, kurze Scribble-Zusammenfassungen zu schaffen. Ja, und natürlich die Lehre mit Mehrwert, da komme ich gleich auch nochmal zu, wenn wir wirklich reale Problematiken haben und Leute, die wirklich engagiert sind, dann sollten diejenigen auch die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen. Ja, dann wäre es natürlich auch noch schön, mehr Mobilität zu haben, die KOE überall verfügbar zu machen, zum Beispiel durch E-Tests. Das muss nicht notwendigerweise so laufen, dass wir dann sehen, was haben die Leute denn geantwortet, sondern das könnte einfach zur Selbstkontrolle sein, nach jedem Modul einfach mal Feedback kriegen. Habe ich das denn verstanden? Denkbar wäre auch, das Ganze als Duell aufzuziehen, kommt nach meiner Erfahrung als Game Designerin auch immer schön an, wenn dieses konkurrenzorientierte Denken da ein bisschen reinkommt. Und wir haben, ist eine institutsspezifische Sache, Zugänge zu Mixed Reality. Auch dazu komme ich jetzt gleich nochmal. Das könnte zum Beispiel im Modul virtuelle Produktion, wo man eben ja, nahegebracht kriegt, dass mit Blick auf Produktentwicklung das Generieren einer virtuellen Fabrik interessant sein könnte. Das wäre natürlich dann cool für die Studierenden, wenn sie es mal durchlaufen könnten. Und auch hierzu haben wir eine Möglichkeit. Ganz kurz zu realen Problemen. Wir haben die Ingenieure ohne Grenzen Challenge, die wir seit Jahren bei uns im Haus haben. Ja, Sie sehen hier auch ein kurzes Video. Es ging um das Zerstampfen von Bananenschalen, was hier mit einer Stampfmaschine bisher gemacht wurde, ist aufgrund der Hitze und auch der Handhabung vielleicht nicht das Angenehmste. Also haben wir das in die Vorlesungen gebracht und haben gesagt, Leute, lasst euch doch mal was einfallen. Es gibt keinen Strom, das und das sind die Bedingungen. Und dann wird dieser Prototyp, in diesem Fall hier diese Presse mit Drehachsen, wird nicht nur sich irgendwie theoretisch ausgedacht und jemand sagt, oh schön, sondern wir fahren dann wirklich dahin, wo es gebraucht wird und da wird es dann eben auch implementiert. Das sehen Sie auch hier unten, die fertige Maschine, die wir dann dorthin gebracht haben. Das ist, was das motiviert, diese Mehrwertgenerierung, nicht nur mit Praxisinputs und so, sondern dass man weiß, okay, das, was ich mir ausgedacht habe, das benutzt auch irgendjemand. Und es scheint ein sehr simples Problem, aber trotzdem kann hier mit Sicherheit auch ein Schüler, ein junger Studierender sich hier was Schönes einfallen lassen. Derjenige braucht es ja nicht bauen, ein schöner Entwurf mit einer guten Idee reicht. Ja, dann haben wir Mixed Reality, ist natürlich schön auch mit der Integration weiterer Sinnesorgane, das virtuelle Begehen von Räumen. Das kann ich Ihnen gerade mal auf der nächsten Folie zeigen. Das hier ist unser Holodeck, unser Virtual Theater. Sie sehen hier diese trapezförmigen Elemente, die sind mit Rädern ausgestattet. Das bedeutet, wenn Sie darauf laufen, je nachdem wie schnell Sie laufen, drehen sich die Räder schneller, sodass Sie auch nicht aus der Umgebung rauslaufen können. Die Testperson hat ein Head-Mounted Display an, das könnte auch zum Beispiel eine Oculus Rift sein und kann dann diese virtuelle Umgebung begehen. Wenn man sagt, okay, mir ist gerade schlecht, auch was wir sehr oft mitkriegen, man rollt mal zurück zur Mitte, man bleibt einfach stehen, wird zurückgefahren auf diesen Fixpunkt in der Mitte und dann kann man sich mal kurz erholen, neu orientieren und so weiter.
Wo wir auch im Moment viel unterwegs sind, ist mit Virtual Reality Studien. Da haben wir jetzt gerade eine Minecraft-Studie zugemacht zu kollaborativem Lernen. Auch sehr schön gerade für diejenigen unter Ihnen, die auch im Schullevel unterwegs sind mit Minecraft Edu. Kann man alles nachbauen für Mathe, für Geschichte, also sowohl geistig als auch naturwissenschaftlich. Und dann sehr spannend zu sehen, wie die Studierenden sich hier selbst verwirklichen und wie sie miteinander arbeiten. Gut. Dann noch für Sie als Lehrende auch noch super spannend, als kleiner Input, unser E-Learnomat. Das ist ein Projekt, was insbesondere bei meinem Kollegen Thorsten Sommer liegt, der mit mir zusammen in einem Büro sitzt. Es ist eine Art Abfrage. 18 Fragen werden Ihnen da gestellt, wenn Sie sagen, ach, ich würde gerne E-Learning machen, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich eigentlich will. Dann gehen Sie da drauf, Sie beantworten 18 Fragen. Es gibt 16 verschiedene Formate, die Ihnen dann vorgeschlagen werden. Und dann wird eben ein bisschen Input generiert. Ne? Was könnte denn für Sie spannend sein? Wie könnten Sie das angehen? Und ja, das Schöne ist, es ist inzwischen tausendfach benutzt worden und je mehr Leute sich durchklicken, umso mehr lernt diese künstliche Intelligenz dahinter auch. Eben auch zu schauen, okay, was passt denn, was muss noch weiterentwickelt werden, welche Muster finden sich denn, was suchen Sie? Suchen Sie alle das Gleiche oder wo gehen die Trends hin? All das kann man mit diesem E-Learnomat wunderbar abbilden. Und wenn Sie das interessiert, das ist hier e-learnomat.net, können Sie aber auch gleich nochmal zu mir kommen, wenn Sie es gerade nicht aufschreiben können wollen oder noch gerade kurz die letzte Folie mit zuhören. So. Das Projekt E-Learnomat ist in ELLI 2. ELLI ist unser Projekt Exzellentes Lehren und Lernen in den Ingenieurswissenschaften, ein sehr großes BMBF-Projekt verankert. Und es soll, wie gesagt, die Identifikation von E-Learning-Trends stattfinden durch Neuroevolution, also eben eine Ausbildung von einer künstlichen Intelligenz. Dann müssen diese Erkenntnisse natürlich einfließen. Es bringt uns ja nichts, die Daten zu haben, sondern es muss umgesetzt werden. Das heißt, je mehr von Ihnen das Ganze mal durchklicken, umso besser wird es irgendwann. Und die selbstständige Weiterentwicklung auch durch diese künstliche Intelligenz. Also auch nochmal ein sehr schönes Tool für diejenigen, die gerade noch am Anfang stehen. Ich habe gestern in unserem Workshop gesehen, es waren knapp 63% von Ihnen, die gerade noch Inspiration suchen, wie man denn den Flipped Classroom auf egal welchem Bildungslevel umsetzen kann. Gut, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Inspiration liefern. Vielen Dank, dass Sie so schön zugehört haben. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Dankeschön. Also wenn ich sage, der nächste Betriebsausflug geht dahin, dann ja, also sehr, sehr beeindruckend. Vielen Dank. Angesichts der Zeit darf ich jetzt nur 2 Fragen zulassen. Entschuldigung, es war nicht... Nein, alles gut. Und alle anderen Fragen online, persönlich und wie auch immer, der Gerhard geht mit dem Mikro, bitte danke. Also 2 Fragen dafür sind okay. Okay. Jetzt traut sich keiner. Ich bin sonst auch noch den ganzen Tag hier, also sonst gerne, okay. Jederzeit. Also ein Sackerl, ja, ich bestehe drauf, ein Sackerl mit österreichischen Köstlichkeiten. Oh, vielen mit, Dank. Sogar mit Marmelade, Haushof gemacht von unserem liebsten Mitarbeiter. Also, vielen Dank. Vielen Dank. Also wirklich ein, also Ersatz ist das völlig falsche Wort, weil es war eine fantastische Präsentation. Vielen Dank auch, dass Sie da hineingehüpft sind und also wirklich Hut ab, sehr, sehr gut gemacht. Danke vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Es geht nämlich auch schlicht und ergreifend darum, dass wir auf unsere Pause kommen, die jetzt anbricht. Und ich bitte darum, pünktlich um 10.45 Uhr dann in den jeweiligen Räumen zu sein, im kleinen Festsaal, wie gesagt, der Marktplatz, in der Lounge, die Entwicklungswerkstatt. Und in diesen wunderhübschen Dingen gibt es auch einen Plan, um sich zurechtzufinden. Und nochmal herzliche Einladung zur Schnitzeljagd. Der Wolfgang und ich können auch gerne gefragt und selber gescannt werden, wer sagt, was ist denn das? Also herzliche Einladung zum Mitmachen und noch viel Spaß bei der Konferenz.